Ach Das gut. sind einfach Dinge passiert. So irgendwie, irgendwann hat er den Elefanten beschworen und dann sind die Schilde kaputt gegangen. So, an das erinnere ich mich. Das Witzige ist, die Magic-Spieler haben dann immer gesagt, so, ja, und ich verstehe Yu-Gi-Oh! Nicht. Und ich denke, ja. Das ist praktisch das Einfachste überhaupt. Na gut, mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr, nee, mittlerweile absolut nicht mehr. Mit den ganzen Link, Pendel und ganzen anderen Beschwörungsarten. Von Link habe ich null Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Pendel habe ich mittlerweile irgendwann begriffen. Link ist mittlerweile einfach nur, du musst dieses Monster beschwören, damit du mehr als ein Extra-Deck-Monster beschwören darfst. Das ist eigentlich die Essenz von Link. Der ganze Stick. Damit nicht mehr so viel Extra-Deck-Gespamme passiert in Yu-Gi-Oh! Ja gut, das haben sie sich aber mit Pendel und Xyz aber auch selber zuzuschreiben. Seien wir mal ganz ehrlich. Pendel ist immer noch OP. Ich meine, du kannst einfach jedes Monster, was durch eine Pendelbeschwörung beschworen wird, einfach jeden Zug wieder neu beschwören. Was ist das bitte für eine Regel? Der Typ, der sich das ausgedacht hat. Oh toll, Telepathie-Schüsse. Ja gut, das ist besser als das, was ich hab. But Pendeldecks sind unskilled. Ich weiß ja nicht, wo du bei einem Kartenspiel das Wort Skill einfügst, aber... I mean, ne? Naja, wenn du es so aufbauen musst, dass du tatsächlich ein bisschen denken musst. Ja, das ist Fossil Fuel zum Beispiel. Da musst du wirklich entscheiden, willst du dir Ressourcen holen oder willst du kämpfen? Ja, eben. So ein bisschen. Aber Yu-Gi-Oh! Ne? Link ist recht speziell. Ne, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe mir Link mal angeguckt und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr Yu-Gi-Oh! Das ist sowieso schon nicht mehr, seitdem sie Pendel eingeführt haben. Ja, alleine schon solche Änderungen wie in der ersten Runde darf man nicht mehr eine Karte ziehen. Also wenn man der Typ ist, der anfängt, darf man keine Karte mehr ziehen. Da hört es bei mir schon auf. Und dass man zwei Feldzauberkarten gleichzeitig auf dem Spielfeld haben kann. Ja, stimmt. Das gab es ja auch noch. Das sind so die zwei Regeln, die ich mir gedacht habe. Fick dich, Yu-Gi-Oh! Konami oder wer auch immer sich das jetzt ausgedacht hat. Wie viele Feldzauberkarten? Zwei. Zwei. Eine vom Gegner, eine von dir. Normalerweise war es ja so, wenn du ein Feld spielst und der andere hat ein Feld draußen, dann zerstörst du das Feld des Gegners. Haben sie jetzt rausgenommen. Jetzt kann man, jetzt darf der Gegner, sowohl der Gegner als auch du eine Feldzauberkarte auf dem Spielfeld haben. Ich habe bis auf eine Pavian hat sich das denn ausgedacht? Ja, frage mich auch. Jetzt kann man einfach die Most OP Feldzauberkarten benutzen und braucht keine Angst haben, dass sie einfach von anderen Feldzauberkarten zerstört werden. Jetzt muss man wirklich einen mystischen Raumtaifun oder so dafür opfern. Und wie sicher bin ich mir, dass Topf der Gier nach wie vor blockiert wird? Natürlich, ist er immer noch. Ja, du darfst gratis zwei Karten ziehen, also ich bitte dich wohl. Wow. Das Neueste, was ich gehört habe, die Karte, die sie reinbringen wollen, ist so richtig bescheuert. Es ist eine normale Zauberkarte und wenn du diese Karte einsetzt, skippst du einfach so weit vor von den Zügen, bis du bei deiner Battleface ankommst. Hä? Ja, das heißt, du könntest praktisch deinen Zug machen, in die Main Phase 2 gehen, die Karte benutzen und der Zug des Gegners wird einfach geskippt und du gehst in deine Battle Phase und darfst angreifen, weil es praktisch schon als der dritte Zug im Spiel zählt. Wie dumm ist das denn? Klar, aber zwei Karten gratis, das ist zu mächtig. Das ist ja, cool, das ist OP. Ja, aber hier, die ganzen OTK-Decks und so weiter und so fort, die unterstützt man natürlich. Ah, das gute alte Exodia-Deck. Ich höre schon wieder eine Halsschlagader bei Shadow platzen. So. Exodia ist generell frustrierend. Boah, bin ich schlecht geworden. Ja. Ach, ich habe automatisch die Kohle, weil ich so schlecht bin. Mensch. Geil. Das finde ich auch nett von Isaac. Wenn du mehr als 10-mal stirbst, dann kriegst du für diesen Run am Anfang ein extra Item. Einfach weil das Spiel sich denkt, boah, bist du scheiße. Oh, bist du ein Bob? Ja, was bist du? Generell der Sinn von OTK, das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Scheint mir einfach klar, sehr retarded. Klar, du gewinnst, aber das ist für mich nicht mehr die Essenz von epischen Battles, die auf die Kartengames praktisch eigentlich basieren sollten. Ich mag dieses ewige Hin und Her und das Ausspielen des Gegners und so weiter und so fort mit deinen eigenen Karten, aber... Ja, so ist immer noch Strategie.
Ja, das gibt's ja heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist die Strategie, bau dein Deck so zusammen, dass du praktisch dein ganzes Deck in einem Zug ziehen kannst und der Gegner dadurch verliert. Basically. Und das Schlimmste ist einfach so, das Schlimmste als Gegner ist es denn einfach noch so. Weißt du, du sitzt denn die ganze Zeit da und du guckst einfach nur jemandem beim Spielen zu. Mhm. Du guckst einfach jemandem beim Yu-Gi-Oh! Spielen zu. The fun is endless. Das waren diese Sternzeichenmonster, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hießen, aber da hatte ich ja schon mal von erzählt, dass du praktisch dann, dass diese ganzen Monster, die auf Sternzeichen basierend sich übereinander lagern können, so wie Xyz-Monster halt funktionieren. Und wenn alle 12 übereinander sind, hast du gewonnen. Ist praktisch die nächste Exodia. Und die Züge von dem Deck sind auch so darauf aufgebaut, dass sich wirklich jede dieser Karten mit einer anderen supportet, sodass diese Züge einfach 5 Minuten dauern und dann hat der Gegner gewonnen. Ja, klingt doch nach Spaß. Mm. Weißt du, ich würde da schon gar nicht mehr nachfragen. Ich würde einfach sagen, ja Gott, mach doch, komm, ich habe heute Abend noch was vor. Mm. Sowas soll Spaß machen? Ja. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, ja. Deshalb mag ich immer Trading Cards Games, die gerade so im Kommen sind, weil die haben noch nicht diese übertriebenen Regeln oder Decks. Die sind noch so langsam aufgebaut, so wie man ein Deck halt oder wie man ein Kartenspiel mag. Oh, die erste Generation Yu-Gi-Oh! Die Decks waren wundervoll. Ich mochte alles sogar noch bis GX. GX war noch völlig okay. Ja, GX war auch noch okay. Du, aber ab dann Synchro-Monsters geliebt. Es war noch nichts über Power Broken. Synchro-Monster war sogar auch noch, weil du nämlich genau diese Anzahl von Sternen haben musst. Eben, oder? Es hat ein bisschen was von Ritualmonstern, aber auch wiederum nicht. Es war eigentlich Ritualmonster im Besser. Du brauchtest halt so einen Empfänger und dann einen Nicht-Empfänger und dann musst du genau die Sternanzahl kriegen und du durftest nicht einfach wie bei Ritualmonstern einfach so viel opfern, bis du die Anzahl Sterne hattest. Ja, eben. Ja, gut, also Synchro akzeptiere ich auch noch, war auch noch fancy. Und dann haben sie angefangen voll reinzuscheißen. Ja doch, ja. Der Anfang von Xyz ging noch, aber später waren sie dann auch OP. Okay. Nein. Komm, so wie Gerümpelkrieger war noch okay. Ja. Gerümpelkrieger war noch XD. Nee. Naja, das war schon 5Ds. Das ist praktisch die erste Signature-Karte von Yusei neben dem Sternstaubdrachen gewesen. XD! Yu-Gi-Oh! LOL! Ja, aber Gerümpelkrieger war ja halt eine ganz andere Ära. Ja, das war 5Ds. Ja, und danach, was da rausgekommen ist, danach kam... Pendel. Nee, danach kam das, kam noch mal Sechsel. So ein... Sechsel, genau. Sechsel und dann kam, 5Ds, oder wie hieß es? Nee, 5Ds, erst kam 5Ds, dann kam Sechsel. 5Ds, Sechsel und dann kam... Pendel-Gedönsen. Ja, wie hieß das nochmal? Sekunde, wir haben es. Arc V. Arc 5, genau, ja. Wobei die Serie soll angeblich gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ist die auch. Nur der Anfang ist kacke. Was soll das sein? Das allerneueste? Reigns? Ja, Reigns. Ja. Das ist dann halt mit den Link-Monstern und dass die dann praktisch im Internet kämpfen. Ach Gott, das mit Hoverboards. Oh Gott. Mit Hoverboards und Full-Body-Scoutern und solchen Gestehen geschüttelt. Déjà-vu. I just been in this place before. Die Hover-Bügelbretter. Ich hab's total verdrängt. Hallo, Rin Mei Mei. Das Schlimme ist, Reigns könnte ich ja auf Crunchyroll gucken. Und ich bin auch manchmal echt am überlegen, ob ich es mir einfach mal antun soll. Mal gucken, wie die Serie ist. Also laut True soll es ja okay sein. Boah. Nein. Ich meine, man kann allem eine Chance geben. So ist es. Nein. Ich meine, ich habe mir jetzt Crunchyroll nicht zugelegt, nur um Miss Kobayashi's Dragon Maid zu gucken. Auch wenn ich den Anime fucking liebe. Er ist einfach wunderbar. Yes. Oh, das ist lukrativ. Gib mir das.
Lokalisten.de. Hm, Lokalisten. War das nochmal, Mama Bombe funktioniert für alle Räume danach oder nur für das Stockwerk? Ich glaube nur für das Stockwerk. Aber wie gesagt, was mich auch immer denn irgendwann nachher an Yu-Gi-Oh! Gestört hat, ist so dieses Kleingedruckte in den Karten, you know? Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ah, die neueste, da fällt mir die neueste Yu-Gi-Oh! Abridged-Folge ein, wo dann Yugi praktisch wirklich darauf besteht, dass Raphael den Friedhof GY nennt. Ja, ich hab's gesehen. It's the GY. It's the GY now. The what now? The graveyard. It's just abbreviated GY now. Ja, genau. It's only a matter of time until they abbreviate every important game terms. Weiß nicht, ich war klar, auf Crunchyroll hast du natürlich alles auf Abruf da, aber ich bin dann immer noch so der, vielleicht bin ich einfach im Herzen ein Pirat und denke mir so, warum soll ich Geld dafür ausgeben, wenn es einfach online im Internet vorhanden ist, derselben Qualität. Und ich muss mich nur mit Pop-Ups oder Werbungen rumschlagen, die ich sowieso mit Dank meines Adblockers blockiert habe. Naja, nahezu fast alle. Nein, nein. Manche prügeln sich trotzdem immer noch durch. Ja. Das ist wirklich so wenig. Das ist vielleicht in 2 Wochen eine oder so. Was haben wir denn hier? Giebe. Pentagramm nehme ich gerne. Lohnt sich nur, wenn man VPN hat. Ja. Nee, aber das habe ich ja halt, wo ich meinte, von wegen das Kleingedruckte auf den Karten. Das ist mir immer besonders, denn als wir hier mal Death Pro gespielt haben, da fällt einem das echt auf, irgendwann sagt dem Motto, dieses Kleingedruckte in den Karten. Was in dem Fall auch wirklich kleingedruckt war. Mhm. Ja. Kein Wunder, dass sie es jetzt GY nennen. Why? Ja, weil einfach die ganzen Effekte schon viel zu übertrieben sind. Weil die zu viel Platz auf der Karte einnehmen einfach. Aber am schönsten sind ja immer noch diese Trademark-Karten aus den Staffeln gewesen, wo dann komplett nutzlos und andere Effekte hatten. Okay, das ist ein Grund. Das ist einer der Fakten, weswegen ich Jaden an einigen Stellen und manchmal echt hasse. Mit seinen Heldenkarten. Wenn du Legacy of the Duelist gespielt hast und der tatsächlich dann und wann mal die richtigen Episodendecks antust, ne? Jadens Deck. Oh mein Gott, dieser Junge, dieser Boy, ne? Deckbuilding ist für den ein Fremdwort. Meine Güte, seid ihr. Deckbuilding ist nicht so toll, tut mir wirklich leid. Also generell, diese Heldenmonster, also du darfst mich gerne korrigieren, aber die sind doch eigentlich, das ist nur für Müll. Nee, nicht unbedingt. Also die Heldenmonster an sich sind schon was Gutes. Nur es gibt echt was, wo man mit reisen kann? Ich habe noch nie erlebt, dass es... Echt? Ja. Sehr viele. Okay, dann habe ich... Das Schlimme ist, du kannst ja mittlerweile nach allen möglichen Helden die aus dem Deck suchen und sie dann fusionieren zu... bis zu 3 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die du gerade auf der Hand hast. Das Einzige, was du halt nicht machen darfst, du darfst nicht so dumm sein wie Jaden und sowas wie Spark-Pistole einbauen. Ja. Okay. Solche Plot-Karten. Also du darfst nicht das nachspielen, was in der Serie geht. Genau. Weil also nicht fliegende Festungen vom Himmel holen, weil es in seinem Eigengewicht runtersegeln müsste. Genau, und du darfst auch und holen, wenn ich dich dabei erwische, wie du Neo Bubble Man im Deck hast, ne? I will fucking annihilate you. Ich fasse keine dieser nutzlosen Heldenkarten an, sorry. Ja, umso besser. Weil wenn ich dich einmal sehe, wie du fucking Neo Bubble Man im Deck hast, ne? Oh Gott, so zerrupfe ich eigenhändig meinen Sternstaubdrachen und du weißt, ich liebe dieses verdammte Vieh. Sternstaubdrache ist aber auch cool.
Synchromonster, Sternstaubdrache, das ist meins. By the way, darf ich jetzt mal kurz, ne, wir haben jetzt tatsächlich die Fernsteuerung. Und die Fernsteuerung ist der geilste Shit ever. Just saying. Weil jetzt können wir selber bestimmen, wann die Dinger hochgehen. Macht das Spiel 3 Jahre schneller. Dass du das nicht als erstes Power-Up kriegst, wundert mich. Weil's broken ist. Naja, trotzdem, es ist praktisch eines der lebenswichtigsten Items überhaupt. Ja, wie viele Stunden bist du jetzt im Spiel schon drinne? 2. Ja, 2 Stunden lang musstest du jetzt auf eine Zündschnur warten. Basically. Da würde ich mir manchmal wirklich so einen neuen New Game Plus Modus wünschen, um dann zu checken, wie schnell wäre das Spiel, wenn du dieses Ding schon von Anfang an gehabt hättest. Oh, schnell. Mit dem Fernzünder und generell mit all den Fähigkeiten, die du später kriegst, weil du hast ja auch so an sich den Bombensprung nicht, ne? Mhm. Den kriegst du auch erst später. Aber wenn du alles hättest, könntest du so viel Zeug tun. Wie steht's jetzt zur Fate-Franchise? Das ist das Problem, ich habe Fate nie geguckt. Ich habe es aber vorgehabt, weil ich immer gesagt bekomme, es ist relativ gut. Da hockt übrigens fucking an, fancy sagt. Aus, das tut es auf jeden Fall. Hm? Eine zur Zeit, bitte. Ja, erst hol, komm, mach du. Ich meinte nur, Andy ist der eine, der es ständig sagt. Nee, ist halt, ich sehe davon immer so diese Kampfausschnitte und so weiter und so fort. Und was war so ein Anime, wo ihr praktisch da bei einer Folge dachtet, boah, da ist das Budget. Da ist das Budget. So, keiner von euch hat My Hero Academia geguckt. Episodenweise, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich meine halt wirklich so, wenn so, wo richtig die Action abgeht und du dir denkst, boah, da haben sie aber, da haben sie plötzlich 60 Frames pro Sekunde anstatt 24. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ja, so diese Szenen musst du dir vorstellen, das ist der Fate-Anime im Allgemeinen. Oder halt wirklich siehst, da wurde einer dafür bezahlt, Animationen zu machen und nicht da. Ja, genau das. So, das sehe ich immer, wenn ich da diese Vorschauen sehe oder so. So halt, die Charaktere bewegen sich in Konversationen richtig. Es ist nicht einfach nur Mund geht auf und zu und vielleicht tiltet sich mal der Kopf ein bisschen zur Seite, sondern halt wirklich konstante Bewegung, die Leute. Körpersprache. Ja. Wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, der Kampf Naruto gegen Pain. Na, das meine ich nicht. Also nicht dieses ganzen Schmier-Frames oder so. Ich meine halt wirklich richtig gute Frames. Du musst dir das vorstellen, der Kampf zwischen Kana und Toru. Ja, gut. Dieses Spielen, das ist der Fate-Anime in fast jeder Folge. So habe ich das Gefühl. Oder so als Vergleich, FMR Brotherhood, Edward am Ende gegen Vater, wo er so richtig schön die Fresse einschlägt und du wirklich in jedem Frame siehst, er ist Piss. Mhm. Wo habe ich das mal gesehen gehabt? Das haben wir schon öfters mal angeguckt. Warum soll man übrigens Geld für Crunchyroll ausgeben? Ja gut, manche Leute mögen es einfach lieber, mit einem reinen Gewissen ihre Animes zu gucken. Hi. Was ist Gewissen? Ich bin auch so ein Qualitätsjunkie, was sowas angeht. Qualität bei den Seiten, wo ich das gucke, auch. Ja, komischerweise, sowas finde ich immer nie. Das Problem ist, da ich gerade streame, darf ich diese nahe Seite nicht nennen. Das ist doch genau dasselbe wie, du darfst ROMs besitzen, aber du darfst sie nicht weiter verschenken oder so. Oder erwähnen, dass sie existieren. Ja, irgendwie so. Tja, dann habe ich heute ein paar Mal zu oft gesagt, dass die Killer 7 ROM ein bisschen scheiße ist. Ja, war es nicht irgendwie sowieso so, dass Twitch Emulatoren nicht gerne sieht oder so? Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe so irgendwann mal gehört. Ah ja, by the way, das ist hier von der Originalkonsole. Und das, dieser Schriftzug, der manchmal oben da auftaucht, das ist ja, nur das, Zufall. Das, ich habe ein bisschen gemacht. Bisschen Gimmick. Ich bin nebenbei Programmierer, ja. Ein bisschen gemoddet. Ja, ich habe meine Gamecube, habe ich ein bisschen umdesignt. Das
genau dasselbe wie Project M oder so. Das genau, dann, ja. Hast den Homebrew-Channel reingemacht. Genau, ja, ja, genau. Das ist es. Please don't ban me. Tut mir nicht weh. Ja, boah. Ich muss wieder in dieses Mindset reinkommen, dass Projektile etwas sind, wo man ausweichen muss und nicht drauf zurennen muss. Aber außerdem, eine Sache, die ich jetzt immer mal, also die ich mir immer sag, meine Güte, ich habe das Spiel original hier bei mir liegen. So. Ja, dann ist es dir erlaubt, eine Sicherheitskopie von zu machen, von daher. Ja, und die spiele ich jetzt halt, weil es halt besser ist. Die Sicherheitskopie? Ja, ich spiele die Sicherheitskopie. Das ist halt immer das Problem, wenn du es halt so auf sowas wie Twitch machst. Wie willst du das jetzt beweisen? Willst du jedes Mal das Ding noch in die Kamera halten, wenn du mit Cam arbeitest, nach dem Motto, hier, guck, Beweis. Wie so ein Speedrunner, der seinen Controller dabei filmt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe... Das ist mir erst aufgefallen, so, weiß ich nicht, vorletzten Stream oder so, dass es sogar einen Streaming-Hinweis für das Kingdom Hearts 1.5.2.5 da gibt. So, und das Lustige ist, man darf in dem Spiel nicht einfach so stehen bleiben, um die Musik zu streamen. Das Lol. Scheint nicht erlaubt zu sein. Okay. Also irgendwie sowas in einem ähnlichen Stand. Da müsste ich nochmal die PS4 anmachen und das nochmal gucken. Aber irgendwie sowas stand da. Bis gleich, Nap. Ach, bei dir hängen die jetzt alle ab. Hab ich schon gewundert, warum mein Chat so stillschweigend da rumpimmelt. Ach, sind nur 9 Leute. Oder 7. Weil ein Nightboard wird ja noch gezählt und dann ist ja dieses Electrical Skateboard oder so, oder wie dieser User auch immer heißt, von Streamlabs. Elektrisches Skateboard. Ja, irgendwie heißt so dieser Bot, der dann für Streamlabs dann die Nachrichten oder so postet oder abfragt. Irgendwie so. Ich hab mich nämlich schon gewundert, warum hatte ich in meinem Chat ein Electrical Skateboard und Electrical Longboard. Da gibt immer solche Leute, die sich halt so nennen, aber ich habe das dann so auch mal in die Userliste von anderen Streamern geguckt und die haben das auch gehabt und dann dachte ich mir so, ja okay, das ist dann halt von irgendwie einem Streaming-Unterstützungsprogramm oder so und das Einzige, was ich wirklich benutze, ist Streamlabs, von daher... Muss es das sein? Na gut, dann kann ich den Kram ja jetzt auch fertig machen. Hier noch die Welt. Können wir nächstes Mal mit der dritten Welt anfangen. Und das Spiel wahrscheinlich schon fertig machen. Ich habe ganz vergessen, dass das Spiel an sich voll kurz ist. Ist es echt? Wow. Ja, also nächstes Mal ist die dritte Welt. Und so viele mehr gibt's gar nicht. Das ist interessant. Das Spiel hat an sich nicht so viele Welten. Das Problem ist halt nur, wenn du, if you die. Sterben halt hat in sehr viel Backtracking. Nee, sterben hat hier andere Konsequenzen. Das Problem, wenn du hier drauf gehst in dem Spiel, ist einfach, deine gesamten Items werden resettet. Mm. Ergo, du rennst mit, in Schneckentempo und, wenig Bomben rum. Oh, ich hab den Boss kaputt gemacht. Wie geil ist das denn? Ich könnte jetzt Bomben an ihm farmen. Ich wünschte gerade, ich würde ein paar Herzen kriegen können. Das war fancy jetzt. Okay. Jetzt hab ich erstmal Bomben. Pinguin, magst du aus mir rausgehen? Das Schlimme ist, diesen Boss hier habe ich damals nie verstanden. Nee, komm, weil irgendwie ist der ein bisschen... Ich glaube, er ist ein bisschen RNG-Waminiere. Man denkt so, oh geil, Schiff versenkt, ich gehe nach Hause, Tetris spielen und dann, ja... Es ist ein Pinguin. Es ist kein Pinguin. Der Boss ist kein Pinguin. It's a fucking Sharktopus! Es ist ein bösartiges Arschloch. Es ist ein... Sharktopus! Und hattest du jetzt auch den Pinguin von Batman im Kopf, Owe? Aber es ist ein Sharktopus! Andy,
Eine Sekunde Allgemeinkunde. Bösartige Arschlöcher, egal was sie sind, sind Pinguine. Ach, jetzt, da habe ich auch letztens was gesehen. Es gibt ja irgendwie den afrikanischen Pinguin oder so, der als Jackass-Pinguin bekannt ist, also als Arschloch-Pinguin. Was? Und dann haben sie Headcanon gemacht, so, wie ist denn dieser Name entstanden? Und dann war es halt so, diese Tierforscher sehen dann zum ersten Mal diesen Pinguin, denken sich, oh, der ist ja toll, gut, der lebt hier in Afrika und ist ein Pinguin, also es ist der afrikanische Pinguin. In dem Moment wird der Forscher von dem Pinguin gebissen und seitdem heißt er einfach nur Arschloch-Pinguin. Finde ich gut. Und das meine ich. Das Schlimmste, wenn du hier stirbst in diesem Spiel, dein Speed. Du bist so unglaublich langsam. Okay, die Wups, die will ich jetzt gerade nicht haben. So, ich opfer das mal. Ich bin nicht so der Wup-Wup-Fan. Ich kann immer den Pinguin davonlaufen. Also, das ist doch ein Pinguin. Nein, das ist kein Pinguin. Du musst über den Pinguin hinwegkommen. Ich weiß, er ist ein Arschloch und er ist trotzdem niedlich. Aber es ist ein Pinguin. Es ist kein Pinguin. Es ist ein Sharktopus. Also ein Känguru. Ein Sharktopus. Es gibt Pinguine und Kängurus. Ich dachte, du kennst die Story. Shark de Puss. Spreche es von mir aus auch auf Französisch aus. Shark de Puss. Ich weiß, was ein Shark de Puss ist. Das klingt scheiße. Wenn du das so sagst, dann klingt das eher wie eine sexuelle Anmache. Naja, Shark and Puss. Shark de Puss. Nein, Andy, du folgst niemandem deinen weißen Hai. Spielst du dann dabei auch kleiner Hai? Was ist das für Scheiße? Ja, ist es auch. Genau wie dieser Boss hier. Wenn du bist besser in dem Spiel als ich, bin im ersten Teil nie weiter bis zum zweiten hingekommen. Der erste Teil ist aber auch definitiv anders als der zweite. Der erste Teil ist von den ganzen Mechanics her halt anders von den Items, die du bekommen kannst. Gut, da unterscheidet sich nicht sonderlich viel, aber die ganzen Gegner sind halt ein bisschen anders programmiert. Afterbirth ist da irgendwie, glaube ich, leichter geworden. Aber die Schwierigkeitskurve geht dann halt nach oben, je weiter du kommst. Also der Anfang ist leichter als das Original. Das ist halt eine größere Auswahl an Charakteren, wo es den leichter machen vom Start her. Diesen Move meine ich. Man kann dem Ding an sich nichts anhaben. Außer wenn er halt Bomben frisst. Aber ich bin heute auch noch nicht weiter als die fünfte Ebene gekommen. Also sonderlich gut bin ich momentan auch nicht. Ach, du bist am Stream, du hast Lampenfieber, du bist schlecht. Get a grip. Get a grip. Genau, das daran wird's liegen. Du hast schlecht geschissen, du hast auch Aua. Genau. Man kann ihn stunnen. Und diesen Move, diesen ich fress alles vor mir Move, den macht er absolut random. Geheimer Move. Geheimer Move. Vor allem geil, dass ich jetzt nur eine Bombe legen kann. Ist es ein Weinglas? Ich wollte eigentlich, dass es so ein Cocktailglas ist. Ich wollte mich da noch mal dran setzen, dass ich mir da irgendwie so eine Zitrone oder so noch da, drauf photoshoppe als Overlay. Dass das dann konstant aussieht, als würde ich so ein Sex on the Beach oder so trinken. Seit wann kümmerst du dich um die Förmlichkeiten? Ganz ehrlich, ich bin da versessen drauf. Das Problem ist, ich habe nur meistens immer nicht den Enthusiasmus, es wirklich zu tun. Aber ich habe immer ganz viel Kopf im Kopf, so von dem, boah, das könnte ich machen, das wäre geil. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine, die Förmlichkeit, ist das jetzt ein Einglas oder nicht? Mach's einfach. Ich hasse das.
Das ist kein Weinglas, das ist ein fucking Cocktailglas. Ja, umso besser. Zitronenscheibe rein, Strohhalm, Ende. Genau, und ein Schirmchen. Ja, aber dann bitte einen gekringelten Strohhalm dazu. Ja, okay. Okay. Hey, hey, die gekringelten sind awesome. Ja, ich mag lieber die, die dann praktisch so eine Brille ergeben. Ja, gut. Kannst du machen? Warum hatte der Gamecube so viele Bosse, die einfach nur schrecklich designt sind? Was ist das für ein Lied? Oh, Blue Star ist ein gutes Lied. Ich glaube nicht zumindest, dass ich das Lied kannte. Sehr schön. So ein absoluter RNG-Boss. Oh, warum Chad? Ich hasse ihn. Komm. Friss. Mehr Vieh. Vieh. Ich hab so viele Begleiter. Warum? Geht doch. Begleiter sind Sachbewahren. Nee, wir müssen Page-Kanzlerin zum Was ist denn das denn? Ja, Fanny, meinte ich so. Ein Strohhalm, eine Zitronenscheibe und einen kleinen Cocktailschirm. Das ist der geheime Move. Natürlich! Und dann vielleicht noch so ein Overlay, als ob es aussieht, als ob da wirklich ein Drink drin ist. Also der Drink fühlt sich an und wenn du so das Maximal zum Maximalen hast, kriegst du noch eine Kirsche oben drauf. Na, also jetzt nicht, sitzen jetzt nicht sowas. Ich meine halt wirklich da einfach, dass ich da so das aussehen lasse, als ob da so eine, weiß ich nicht, eine blau durchsichtige Flüssigkeit oder so drin ist. Dass man trotzdem die ganzen Bits, die noch drin sind, sehen kann, aber sowas halt. Hm. Einfach total random. Hallo. Aber ich war auch heute erstmal mit damit beschäftigt, mein High-Emote nochmal neu zu machen und besser und schöner. Scheiß Boss. Mhm. Alter, ich hab diesen Boss schon immer gehasst, ey. Deshalb, auch wenn wahrscheinlich gerade kein Abonnent bei mir drin ist, aber momentan mich zu abonnieren, falls ihr das Emote haben wollt, bringt es nichts, weil das nämlich gerade noch am Pendeln, ob das überhaupt akzeptiert wird oder nicht. Aber ich meine, ich habe keine Brüste drauf. Sicher? Es ist einfach nur ein scheiß Emote, aber deshalb habt ihr momentan keins. Aber Brüste? Ja. Nee, das geht nicht. Ich weiß. Ist denn Internet? Niedliche Tiere oder Tippen, du kennst die Regel. Nein, ich habe mich niedlich gezeichnet, also sollte es schon wieder ein Follower, Jesus. Also nicht hier bei mir im Stream, sondern. Ich hasse euch, ihr besucht mich nicht. Ich finde es ja schön, dass ich mein Sternzeichen jetzt bekommen habe, aber. Das ist einfach das Schlechteste von den ganzen Viechern. So, komm ran jetzt hier. Aber sie besuchen dich. Meine Güte. Ja, das ist jetzt Worst Case Scenario. The fuck this. Even more damn. Und es steht sogar noch so. Meine Güte, ich hasse diesen Boss. Sag ich doch, Pinguin. Es ist kein fucking Pinguin! Pina Colada heißt der so? Ich dachte, das wäre der Sex on the Beach gewesen, der so aussah. Muss mir nochmal online die ganzen Dinge angucken. Sex on the Beach war, glaube ich, mit Orangen. Also eher orange. Natürlich kommt der Zehner nicht raus. Komm, schieß. Schieß einfach. Aha. Mann, why? Ich hasse diesen Boss. Okay, aber der Gimli ist doch stärker geworden, als ich dachte. Okay, jetzt habe ich ganz schön viel Money. Ich sollte vielleicht den Shop suchen. Gibt's den hier auf der Ebene? Ja, gibt es. Erstmal Frail fertig. Ja, voll getroffen. Scheißteil. Aua. Wie soll ich dir denn ausweichen? Oh. Ich weiß, du schießt gleich nochmal. Also mach ruhig. Trau dich. Ich hasse mich. Wo hat mich das denn jetzt noch
Mann, ich hasse diesen Boss. Der ist so dumm. Der GameCube hat einfach so viele Bosse, wo ich einfach nur scheiß Erinnerungen habe. Diesen Boohoo-Boss aus Luigi's Mansion, diese Missgeburt hier. So viele also Bosse. Einen Run mit Super Envy anfangen muss ich nicht. 3 Minuten an so einem Boss hängen am Anfang muss ich nicht. Das muss ich echt nicht haben. Ich brauche eine Bombe. Er ist ein gekennzeichneter Stein. Ich bin der einzige Boss im Spiel, der nur mit, den du nur besiegen kannst, indem du einen Move von mir konterst. Ich hasse Konterbosse. Ich hab nur vielleicht an Xalding gemerkt. Ja. Das ist eine dumme Mechanik. Du bist so dumm. Ich verstehe wohl, wenn die normalen Angriffe dann weniger Schaden machen als ein Konter, weil klar, ein Konter ist praktisch, du benutzt ihn die Kraft deines Gegners gegen ihn und machst dadurch dann viel mehr Schaden, als du es jemals könntest. Aber trotzdem sollten deine normalen Angriffe Schaden machen können. Es ist einfach hier, zusammen mit der Arena, ist der Boss hier, ne? Ja, ein bisschen Stun. Geil. Geh weg! Oh, Alter. Ja, und jetzt... Alter, ich wollte gerade sagen. Nee, du frisst mich nicht. Diesen Move macht er viel zu selten. Dafür, dass es der einzige Move ist, mit dem du ihn schaden kannst. Bullshit. Und dann quabbelt er immer noch durch die Gegend. Musst du hoffen, dass er mal irgendwann... Wieso drehst du... Alter, wehe. Ah, nee. Noch mehr. Fair. Voll das bei Schlüssel. Voll das gute Item. Komm, mach den Fressmove. Oh ja, geil. Das soll das Soundboard funktioniert wieder. Das hab ich nur. Hab ich das gerade an? Ah, ich kann es nicht in Isaac verwenden. Schade. Muss ich da so. Oh, oder doch. Es ist wieder nur scheißen langsam. Warum? Liegt das daran, weil ich es voll im Hintergrund offen habe? Los, weg. Wieder am Camp. Ja. Mein. Das. Ich war doch. Mein Hobby ist streamen. Ich hasse diesen Boss. Er kann Dicks fressen. Ich wollte eine Bombe. Ich krieg einfach mal die Fähigkeit, alle Steine einfach kaputt zu treten. Fancy. Du bist also fett geworden. Na, ich bin ein Löwe. Du bist fett. So. Also ich habe fette Haare. Ja, deine Haare sind fettig. Ist das so, dass Afro-Träger einfach schwerer sind? Naja, Haare haben Gewicht. So, das lief jetzt mal optimal tatsächlich. Nee, ich glaube nicht, dass der Boss einen Elementarschwachpunkt hat. Zumal er ist Wasser, was... Das sind ein paar viele Spinnen, Das Schlimmste einfach, wenn du weißt, wie der Endboss in diesem Spiel ist und dass du ihn einfach quasi tot spammen kannst, schon fast. Ende, wo du gesagt hast, ich bin ein Löwe, müsste ich an die Arams denken, wo du Annie, gespielt hast und komplett eskaliert bist. Achso, ich bin Tibbers und so. Ich bin Tibbers. Oh, dieser. Eins, zwei, Tibbers. Ja, macht da gerade einen kleinen Fehler. Er war nicht Tibbers, er war ein Arschloch. Naja, du hast ja die Runde, wo ich Talon war, gegen mich gespielt, zusammen mit Vivi. Ich sag ja, du warst ein Arschloch. Ich hab's ja nicht gegönnt. Zack, tot! Aber ihr habt die Runde gegen mich gewonnen, einfach weil ich nicht euren Push aufhalten konnte. Yay! Ich stand zwar jede Sekunde tot am Boden, aber... Stand am Ende irgendwie 52 zu 3, aber ihr habt trotzdem gewonnen. Ich glaube, das ist sogar mehr. Das war einfach ein Fett-Talon. Ja, fett warst du. Ach, deswegen, du warst ein Löwe. Moment, ich hab noch. Ist gerade irgendwie seltsam, dass meine Löwenfarm weggegangen ist, weil ich nicht mehr der Dämon bin. Oh fuck.
Arschgeige. Nein, nicht den. Mann. Kann man das nicht irgendwie triggern? Obwohl, was gibt es hier? Oh ja, geil. Mm. Das ist halt das Problem an dem Spiel hier. Es gibt irgendwie keinen Experten dafür, sag ich mal. Weil keiner dieses Spiel hier kennt. Warte, war das für... Nee, das war für Trinkets, ne? Genau. Jetzt kann ich Trinkets einschmelzen und krieg den Effekt von Trinkets einfach permanent. Schönes Spacebar-Item. Hehehehe. Ich meine ja, ich habe so langsam den Dreh raus, wie man das Ganze ein bisschen... Hm. Ja, ich glaube, ich verstehe so langsam. I think. Ich denke, also bin ich. Bist du das, ja? Ich denke, also stink ich. Alter, wenn ich dann jetzt... Dieses Vieh. Das ist so ein Slow. Ja, ich meine, ich habe langsam so raus, wie der Gedankengang dahinter ist. Man greift ihn einmal an. Ist jetzt... Ja, ist der Scheiß. Ergo, je mehr du dich bewegst, desto eher wirst du von irgendeinem Scheiß getroffen. Nein! Oh, das war jetzt dumm. Das war gut. Danke fürs Angebot, aber ich höre dann doch lieber die meine eigene Musik, beziehungsweise die Playlist von einer Freundin von mir, die halt voll ist mit den Liedern, die ich ebenfalls mag. Na gut, nicht die Wupp-Wupps, aber... Nicht die Wupp-Wupps! Aber die kann ich ja skippen. Die Wupp-Wupps. Live auf der Bühne. Wie haben wir das nochmal genannt, als wir über Dubstep gesprochen haben? Wie das Öggy-Ök oder? Das Öggy-Ök, ja. Da ist uns zu viel Öggy-Ök. Ich brauch Trinkets. Gib mir Trinkets. Ich hab den gehört, aber ich brauch Trinkets. Du Vieh bist doch dumm im Kopf, ey. Ja, Drinks wären auch geil. Am besten irgendwas Tropisches. Er hat so ein schönes Trinkglas aus irgendwo. Jetzt fängst du bei mir an, da schleichen. Ja, wie ist er gerade nicht da? Ja, gut, kann ich ihre Steam-Liste nicht erwähnen. Ja gut, ich kann es schon. Ich tue es gerade. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn sie da ist und sich dagegen wehrt. Jetzt Max zu den Kill kommen würde, das wäre schön. Max to the kill. Max, wow. Hey, Monstro, Kill. Ist mehr Wurst. Oder auch nicht. Wie? Das hat ihm keinen Schaden gemacht. Wo findet man nochmal die alten Dinge? Was für alte Dinge? Meinst du diese LOL-Runden oder was? Die sind auf Shadow Soul 1305 Kanal. Alter, nur weil er mich mitgefressen hat, hat das keinen Schaden an ihm gemacht. Das ist doch Bullshit. So, come on. Einmal noch. Ich möchte dich echt nie wieder in meinem Leben sehen. Oh, das ist aber gemein. Nicht wahr? Ich hasse diesen Boss einfach. Hasse mein Leben. Wir hassen dein Leben auch. Du bist zu faul, die zu finden. Dann wirst du sie leider nicht angucken können. Weil ich werde sie dir jetzt raussuchen. Du lebst in einer Ära von Google. Also wenn du schon zu faul bist zum Suchen, dann kannst du nicht erwarten, dass andere Leute es dir raussuchen. Ja. Das ist jetzt nicht böse als gegen dich gegenüber gemeint, aber ich hasse solche Leute, die zu faul sind, einfach
die paar Minuten oder Sekunden, die es dauert, einfach nach diesem Video zu suchen, aufzubringen. Such einfach auf meinem aktuellen Kanal nach League of Legends. So viel gibt's da nicht. War das nicht auf Shadow Surfer, die noch 5? Nee, das war schon auf meinem 9. Ach, war schon auf Shadow. Okay. Ja. Ziemlich weit nachher sogar. So, und das war der nervigste Boss im Spiel. Komm zurück, Nap. Das war der nervigste Boss, den dieses Spiel hier zu bieten hat. Finally. Trinkets. Gib mir fucking Trinkets. Nein. Andy will Tricks. Ich hab dieses tolle Item, was mich Trinkets einschmelzen lässt, dass ich den Effekt permanent hab, aber ich krieg keine Trinkets. Oh, kein Trinkgeld für dich. Vor allem möchte ich mal kurz anmerken, ich hab dieses Vieh jetzt platt gemacht, ohne die Hilfe von meinem ollen Sidekick. Nur mal so nebenbei. Und du hast mir auch nicht unbedingt geholfen, Opa. Ich hab dich mental unterstützt, mein Junge. Ich bin so konfus, wie ich aussehe. Lass mich dir vom Krieg erzählen. Das hat dich immer motiviert. Was macht das denn? Moment, ich muss mal kurz nachgucken, was das überhaupt ist. Oberschwafelt. Plus 5 auf der Defense. Stimmt, als nächstes müssen wir in die Taco Desert, aber das machen wir beim nächsten Mal.